Hi, ich bin Lena. Ich bin aus dem Hamburger Verkaufsteam und arbeite als Reiseberaterin für Europa. Und heute möchte ich euch ein bisschen was zur Mitternachtssonne in Norwegen erzählen. Jeden Sommer kommt es in Norwegen dazu, dass im Norden die Sonne gar nicht mehr untergeht. Selbst um Mitternacht ist es noch sehr hell. Dieses arktische Sommerlicht kann bis zu 4 Monate dauern. Das heißt, 4 Monate ist es einfach komplett hell. Es wird überhaupt nicht dunkel. Dieses Phänomen hat viele unterschiedliche Namen, wie zum Beispiel die Polarnacht oder die Weiße Nacht. Am geläufigsten ist aber die Mitternachtssonne. Die Mitternachtssonne kann man sich in Spitzbergen zum Beispiel anschauen. Wunderbar sind auch die Lofoten geeignet. Auch hier geht die Sonne im Sommer nicht mehr unter. Wunderbar geeignet ist auch das Nordkap, wenn man um Mitternacht aufs Meer schaut und sich die Sonne noch ins Gesicht scheinen lässt. Für euch noch ein paar Tipps, damit ihr die Mitternachtssonne richtig genießen könnt. Zum einen empfehlen wir, das Zimmer im Hotel abzudunkeln oder auch das Wohnmobil, die Vorhänge zuziehen, sodass ihr auch das Gefühl einer Nacht habt und gut schlafen könnt. Zum anderen ist es abends sinnvoll, entweder warm zu duschen oder was Leckeres zu essen oder auch noch ein bisschen was zu lesen, dass man sich die Schlafroutine schafft und abends gut einschlafen kann. Dabei hilft meist auch noch eine Schlafmaske, einfach um diesen Raum noch etwas stärker abzudunkeln, um noch besser schlafen zu können. Die ganze Zeit an der frischen Luft zu sein, das macht auch etwas müde und dann könnt ihr abends sicherlich auch gut schlafen. Zusätzlich empfiehlt es sich, auf Alkohol und Koffein zu verzichten. Ein Glas Wein am Abend schadet sicherlich nicht, hilft vielleicht auch ein bisschen beim Einschlafen. Aber auf einen späten Kaffee oder den Espresso als Nachtisch solltet ihr lieber verzichten, damit die helle Nacht nicht zum neuen Tag wird. Wir möchten euch auch noch ein paar Tipps zum Fotografieren mit an die Hand geben, denn die Mitternachtssonne ist vergleichbar mit der goldenen Stunde, der kurze Zeitraum nach dem Sonnenaufgang oder kurz vor dem Sonnenuntergang. Zusätzlich könnt ihr einen ND-Filter benutzen, der wirkt quasi wie eine Sonnenbrille für eure Kamera, sodass ihr einen stärkeren Kontrast zwischen der Mitternachtssonne und dem Meer beispielsweise habt. Wenn ihr Lust habt, die Mitternachtssonne selber einmal zu erleben, dann gebt uns gerne Bescheid, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an und wir erstellen euch dann gerne eure Traumreise zur Mitternachtssonne. Solltet ihr noch Fragen zur Mitternachtssonne haben, dann schreibt gerne in die Kommentare. Und falls euch das komplette Gegenteil interessiert und ihr lieber die Polarlichter in Norwegen erleben möchtet, dann schaut gerne in das Video, was meine Kollegin Kerin für euch gemacht hat.